So, und da sind wir doch bei Minecraft. Ich muss natürlich direkt wieder. Hey, da hinten ist jetzt ein Zombie gespawnt und jetzt ist er wieder weg. Jetzt ist er wieder da. Jetzt ist er wieder weg. Gut. Normalerweise sollte ich den sehen können, aber ich habe die Render Distance runtergestellt, weil es sonst zu laggy ist. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und du stirbst. Der hat noch kurz drüber nachgedacht, will ich den wirklich nochmal angreifen? Ja, will ich. Stirbt. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Der ist vor allem hier gespawnt, wo Licht war. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ich hätte übrigens gerne dafür so einen Mod. 1, 2, 3, 4, 5. Oder gab es da nicht sogar eine Einstellung, wo du gucken konntest, wie weit das Licht reicht? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Da hinten geht's aber ab. So. Hauen wir hier den nächsten Weg durch. Geht natürlich nie einfach. Ich hoffe mal, dass hier, weil ich hier jetzt freihau, das wird auch in irgendeiner Form von mir gut genutzt. Wahrscheinlich wieder nicht. Weil jetzt haue ich hier erstmal alles frei und dann haben wir diesen Platz wieder, damit sich das nicht so komisch anfühlt mit dem IKEA, dass das so eng ist. Und dann baue ich da vermutlich einfach wieder irgendwelche Dorfbewohnerhäuser hin. So dass das dann im Endeffekt gar nichts gebracht hat. Und eigentlich schon wieder voll ist. Habe ich ja auf der anderen Seite auch gemacht. Hey, da sind Diamanten. Aber immer noch zu wenig. Alter, das hört sich nach vielen Hühnern an gerade. Das kann doch gar nicht sein. So viel habe ich nicht übrig gelassen, außer die sind alle in irgendeinen ganz verzwickten Ort von der Höhle gegangen. Ich kann schon wieder nichts mitnehmen. Oder ich höre gar keine Hühner. Das bilde ich mir gerade einfach nur ein.
Ich fände gut, wenn Minecraft das so machen würde, dass wenn du ein Stack rauswirfst von irgendwas, das nicht automatisch wieder dieselbe Art von Item dann direkt wieder in dein Inventar reingeschmissen wird, weil man kann eigentlich davon ausgehen, dass wenn du da ein Item wegwirfst, wie jetzt zum Beispiel Cobblestone, dass du Cobblestone gerade nicht willst. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Da würde es ja mehr Sinn machen, wenn man mir dann direkt, wenn da jetzt was anderes rumliegt, wie jetzt eben da das Eisen, Erz, dass man mir das dann gibt direkt. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Warum kann ich den auf viel weitere Entfernung sehen? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ist der hin? Creeper. Wirklich. Mir leid, Huhn. War da doch kein Creeper und einfach nur so ein Zombie-Huhn-Viech-Typ? Da oben müsste ich auch mal ausleuchten. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Passt doch. Eins, zwei, drei, vier, fünf. 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 Das hier wird einfach nur so zu einem Zahlenwettbewerb. 1, 2, 3, 4, 5. Das sollte aufpassen. 1, 2, 3, 4, 5. So, sind hier noch irgendwelche Wege, die schon. Das ist schon gebaut. Ich habe einen Zombie gehört. Ziehen wir hier mal weiter. Warte, ich wollte ja eigentlich erst mein Zeug wegbringen, sonst verliere ich hier noch wertvolles Material. Und ich hasse es, wie diese ganzen Slimes hier die ganze Zeit immer alles kaputt hauen müssen. Natürlich hängt hier wieder ein Typ drin. Hier muss es plötzlich auch übelst legen. So. Jurid. So, wie viel Platz haben wir eigentlich noch hier drin?
Wir haben ja jetzt irgendwie fast doppelt so viel Platz da drin. Aber das muss ja auch irgendwann mal voll sein, ne? Granit. Erde, Feuerstein und Eisen. Und wieder runter. Ich glaube, ich werde jetzt nur noch die Folge aufnehmen und dann werde ich mich dran setzen, da dazu machen, was ich eigentlich jetzt machen müsste. Ja, eventuell gucke ich nochmal bei Genshin Impact rein. Da ist immer noch dieses Event am Laufen. Aber jetzt sind hier relativ viele wieder. Eventuell mache ich noch das Event da fertig und dann gucke ich, dass ich da meine Aufgabe da komplett fertig kriege. Ich habe bis morgen früh um 12 Uhr Zeit, das fertig zu kriegen. Ich habe eigentlich noch mehr Zeit, aber um 12 Uhr werde ich dann wahrscheinlich schlafen gehen. Weil dieses Teil, was ich da machen muss, das ist im englischsprachigen Gebiet wichtig. Es geht dann nur bis dahin. Schon wieder Diamanten. Eben habe ich mich beschwert. In der vorherigen Folge. Glaube ich. War die vorherige? Tag 2 müssen wir auch mal let's playen, wenn wir die Möglichkeit dazu haben. Ich habe im Moment, ich habe das ja auf einer echten PlayStation 2 CD, weil ich habe es ja damals mal gespielt. Die ist leider zerkratzt, ich kann die nicht abspielen. Deswegen habe ich im Internet mal nach einer ROM gesucht, weil das ist ja legitim, wenn du das Spiel wirklich besitzt. Dann findest du so eine europäische, ne? Und was passiert dann? Natürlich. Die ist zwar europäisch, aber die spielt das trotzdem nur auf Englisch ab. Macht halt überhaupt keinen Sinn. Vor allem, wenn du deinen Emulator irgendwie auf Deutsch gestellt hast. Weil warum sollte das dann einfach auf Englisch sein? Ich höre von dort hinten wird. Nicht von da. Von hier irgendwo. Hier sind relativ viele Hühner. Da habe ich doch richtig gehört. Irgendwann müssen wir mal wieder zurück an die Oberfläche. Warum haben wir hier eigentlich das Wasser gelassen? Gibt eigentlich keinen Grund dazu. Wo der Zombie ist, weiß ich immer noch nicht. Hier ist Lava. Ja. Dahinter ist Lava.
Oh, haben wir die gelassen. Komisch, hat sich hier nach angehört. Da hinten? Hier vorne? Ich meine, hier springen die gerne immer von oben runter. Fällt mir übrigens was Gutes ein, ne? Was sehr Gutes, weil wir haben hier in der Nähe so einen Spawner, ne? Und Dorfbewohner haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, einen Eisengolem zu spawnen, wenn die Angst haben. Und die haben halt Angst, wenn da irgendwas in der Nähe ist. Monstern. Heißt also, wenn ich diesen Zombie spawner, wenn ich da einfach irgendwie ein Dorf in die Nähe kriege, dann könnte lukrativ sein. Könnten wir uns nämlich eine ganze Maschine bauen, dass die ganze Zeit die Dingern sterben. Die Eisengolems. 1, 2, 3, 4, 5. Und ich glaube, die müssen die halt nicht mal wirklich sehen, die müssen nur, ja, eventuell müssen die doch sehen, aber, die müssen da halt nicht unbedingt rankommen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Das ist hier zu schwierig, das nachzugucken. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ich hoffe mal, das stimmt so alles. 1, 2, 3, 4, 5. Ich würde jedenfalls damit überlappen, also. Muss ja wohl stimmen. Ich höre ich jetzt schon wieder den Zombie. Wo ist der Typ? Ist der unter mir? Ist der über mir? Da hinten irgendwo. Aber hier sehe ich den dann wieder nicht. Ist der hier hinter einer Wand? Das nervt nämlich. Hier ist halt wieder weiter weg. Verstehe ich nicht. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sind hier bald durch. Jedenfalls auf der Seite hier. Dann hätten wir hier auch automatisch alles richtig gestellt. Fehlt hier eigentlich nur noch der Grasboden. Das dauert,
bis der dazu kommt. Das hier schon mal nicht mehr. Das heißt zwar auch, dass hier wieder was spawnt, aber egal. Musik. Ich will nicht schon wieder Age of Empires. Ah. Schon besser. Da will ich ja auch irgendwann mal das komplette Spiel spielen, hier von SpongeBob Schwammkopf, das Spiel zum Film. Da habe ich immer nur die Demo-Disc von gespielt. Die fand ich schon gut. Weil das basiert ja halt so ein bisschen auf Schlacht um Bikini Bottom. Ich habe irgendwie immer nur als komplettes Spiel Schlacht um Bikini Bottom gespielt. Auch nur, als ich es mir ausgeliehen habe. Und jetzt habe ich mir letztens irgendwann mal, ist auch schon länger her, das Remake geholt. Was irgendwie nun ja ist. Also ich konnte nicht lange spielen, bevor mir langweilig wurde. Aber das hatte ich beim Vorgänger, glaube ich, auch. Gut, eventuell nicht, weil ich ein kleines Kind war und man damals noch irgendwie an den Sachen, die man da bekommen hat, Spaß hatte. Für eine längere Zeit, weil das alles noch neu war. Aber mittlerweile denke ich mir dann immer nur, wenn ich das spiele, können jetzt eigentlich auch was anderes machen. Und das sollst du dir nicht denken beim Spielen. Ich hatte keine Motivation, da weiterzumachen irgendwie. Das gibt dir halt auch keinen wirklichen Grund, das auf 100% oder so zu machen. Obwohl es so ein Collecte von Dingens ist. Was ich ein bisschen schade finde. Aber gut, so Mario 64 gibt dir eigentlich auch keinen und da machst du es meistens trotzdem irgendwie. Ja gut, das mit den roten Münzen ist nervig, das willst du eigentlich nicht machen. Aber es gibt ja trotzdem noch Leute, die das dann trotzdem machen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Da stimmt was nicht. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hä? Eins, zwei, drei, vier, fünf.
Hä? Irgendwo ist da was falsch. Das kann nicht stimmen. Das hier stimmt alles, aber da irgendwo habe ich was falsch platziert. Ich meine, hier hast du eh den Vorteil, dass du nachgucken kannst, das ist auch falsch. Denn jetzt? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, das stimmt schon wieder alles. Aber ab wo stimmt das nicht mehr? Irgendwo da hinten habe ich irgendwas falsch gemacht und ich weiß nicht was. Eventuell sogar schon ganz hinten. Nee, hier ist richtig. Hä? Warum ist das hier richtig? Doch halt nicht. Hab ich hier den Fehler gemacht? Keine Ahnung, ey. Ich glaube, jetzt stimmt hier wieder alles. Sagt die Uhrzeit. Ja, wir können hier an der Stelle, glaube ich, beenden und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn ich hier den Rest der Wege dann noch fertig mache. Hier haben wir ja schon einen, der fertig ist. Und da hinten hätten wir dann noch einen. Das ist ja jetzt nicht mehr viel, das sind so 5 Wege oder so. Und dann kommt das Ganze nochmal von der anderen Seite, aber das geht ja dann ein bisschen flotter. Ciao.